Rounding pound. Rounding. Elias Stefanescu für GMP1 TV, hier mit Anatoli Bahler an meiner Seite vor GMC 26, wo du gegen Erhan Kartal kämpfen wirst. Deine Sicht der Dinge würde uns natürlich interessieren, jetzt wenige Tage vor dem großen Duell in der Königspilsener Arena. Wie ist deine mentale Verfassung, wie ist deine körperliche Verfassung? Meine mentale und körperliche Verfassung ist super. Ich mache meine Hausaufgaben im Fight Club Gelsenkirchen und am 27. wird sich die Leistung zeigen. Da freue ich mich ganz besonders auf den Kampf. Ja, und jetzt abwarten. Nur noch wenige Tage bis zur König-Pilsen Arena und dann werden wir uns alle dort sehen, werden eine geile Show abliefern und jede Menge Spaß haben. Ja, jede Menge Spaß hattest du auch auf der Pressekonferenz, da hast du so einige Fragen beantwortet. Allerdings hat dein Gegner dort gefehlt. Sag uns vielleicht deine Sicht der Dinge, wie bewertest du das, dass er nicht da war? Ja, also ich finde es jetzt nicht besonders schön, dass er jetzt heute nicht erschienen ist. Ich weiß auch zum Beispiel, dass er nur heute kurzfristig abgesagt hat. Finde ich jetzt nicht so toll, auch mir gegenüber, den Veranstalter gegenüber. Hätte man auch anders machen können. Ich meine, jeder hat sich extra Zeit dafür genommen und der taucht nicht auf. Ich bin von dem Ganzen enttäuscht und in meinen Augen ist es etwas respektlos. Ja. Glaubst du, es könnte auch so ein bisschen Nervenflattern sein im Vorfeld, dass er dir noch nicht gegenüberstehen will? Oder was für ein Grund wurde dir genannt? Also mir wurde gesagt, dass bei dem irgendwie privat irgendwelche Probleme da sind. Ja, wenn es so ist, dann tut es mir vielen leid und ich wünsche ihm nur das Beste. Allerdings, meine persönliche Meinung, also das ist auch wirklich nur meine persönliche Meinung, hat einfach nur keinen Bock gehabt, auf mich zu treffen oder mir gegenüber zu stehen. Ja. Am 27. November wird es voraussichtlich keinen Ausweg geben, wenn der Käfig dann geschlossen wird und ihr euch gegenübersteht. Ihr seid beide bekannt dafür, ordentlich auszuteilen, viel K.O.-Power zu haben. Was glaubst du, wie wird der Kampf verlaufen? Ja, ich hoffe, am 27. bleibt es bestehen, dass er dann wenigstens da ist zum Kampf. Es wird auf jeden Fall nicht über die volle Distanz gehen, der Kampf. Er wird vorzeitig beendet und lasst euch einfach überraschen. Also wie gesagt, vielleicht wird es eine Submission, vielleicht wird es K.O., vielleicht wird es Ground and Pound. Mal gucken. Ihr seid beide bekannt dafür, recht zäh zu sein und auch öfter Materialschlachten im Käfig zu haben. Also du hast jetzt gerade gesagt, du gehst nicht davon aus, dass es lange geht. Woher kommt dieses Selbstbewusstsein und anders gefragt, wie sicher bist du, dass du tatsächlich ihn vorzeitig knacken kannst? Ja, es ist so die Erfahrung, die man so aus den Kämpfen mit sich bringt. Und ich denke, der Erhan ist nicht der härteste Gegner, den ich bislang gekämpft habe. Und ich habe in meine Richtung, in meinem Kampfstil, in meine ganzen Vorbereitungen, in meinem ganzen Game habe ich sehr viele Änderungen vorgenommen, seit ich im Fight Club Gelsenkirchen bin. Von daher, ich bin viel sicherer jetzt in den Kämpfen, ich bin viel sicherer mental, viel sicherer körperlich. Von daher, also ich bin ein kompletter Kämpfer und ja, plus halt diese Erfahrung, die ich schon aus meinen Kämpfen mit mir bringe, wird Erhan da nichts dagegen bieten können. Er hat bisher eine sehr gute Bilanz, 10-1. Die einzige Niederlage kam nur durch Verletzung zustande. Er wurde also vorzeitig noch nie besiegt. Warum bist du jetzt derjenige, der das Ganze tatsächlich dann durchführen wird? Weil es bis jetzt kein Anatoli Bahler ihm gegenüberstand. Also du glaubst, das Level, obwohl seine Bilanz gut ist, du hast auch sehr viele Fights bestritten. Glaubst du, dass es ein anderes Level sein wird dann in Oberhausen? Auf jeden Fall, ja. Hast du seinen letzten Kampf gesehen gegen Luis Pinho im Hauptkampf bei GMC bei der 11. Fight Night und wie bewertest du seine Leistung? Ja, ich habe seinen letzten Kampf gesehen. Da war ich sogar hier bei der Fight Night. Ja, also mich hat da, wie gesagt, nichts überrascht oder ich habe jetzt nichts gesehen, was ich so jetzt bewundert habe, war nichts Besonderes. War ein ganz normaler Kampf und
Ja, es soll jetzt nicht heißen, dass Erhan schlecht ist oder nicht. Im Gegenteil, ich habe vollen Respekt vor Erhan. Er wird gegen mich kämpfen. Es wird ein richtig geiler Fight sein. Es ist einfach nur so, dass ich dem es einfach so schwer mache, wie es nur geht. Und wie gesagt, von den Kämpfen, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, der hat noch nie so ein Mann wie mich gekämpft. Alle waren eher so zurückhaltend und deswegen wird es am 27. einfach eine Prüfung für ihn sein. Blicken wir vielleicht ein bisschen weiter nach vorne. Ihr kämpft im Weltergewicht, ist ja nicht deine präferierte Gewichtsklasse. Nichtsdestotrotz solltest du gewinnen. Strebst du oder schaust du mit einem Auge vielleicht schon Richtung Titelkampf? Reizt dich das, gegen Kerim Engizek womöglich kämpfen zu können in Zukunft? Also wie gesagt, das ist ja nicht meine eigentliche Gewichtsklasse, aber einen Titelkampf würde ich nie abstreiten. Also. Alles klar, das lassen wir so stehen. Vielen Dank, Anatoli. Dann bleib fit und dann freuen wir uns auf den 27. November. Große Show, GMC 26 in der König-Pilsen-Arena. Auf jeden Fall.